überreden, Hilfe! Oh Gott. Wie, jetzt wärst du nicht auch noch gebissen. So much for the armory. What's left of it? Oh Gott, Ben, warum hast du das? That's it. You didn't close that door behind us? I couldn't. The lock was busted. Great. Just fucking great. Come on. There's gotta be a way out down here. Na! Türe zu, Türe zu, Türe zu! It's not gonna hold. Back upstairs! Oh Gott. Oh nö, nö! Warum bekomme ich die jetzt? Nein! Hoch! Geh hoch! Oh Gott! Hilfe! Was? Was? Warum? Hä? Ernsthaft? Wow. Och Mann. Verwende den Linkstick, um zu fliehen. Ja Gott. Oh Gott. Leute, ich hab euch aber gewarnt. Oh Gott. Ernsthaft? Leute, das ist doch doof. Das ist Kaka. Stille. Ich werde einmal kurz was trinken, ihr Lieben. Einen Moment. So. Und dann versuchen wir es nochmal. Yay. Schöne erste Perspektive. Oh Gott, Bälle dann bei, um aus dem Freien zu kommen, sie nach oben im Walker abzuwenden. Okay, überhin. Oh Gott, da kommt noch einer. Okay. Kommt wieder einer. Noch einer. Hoch. Los, krieg dein verdammtes Bein raus. Lee. Oh Gott. Krieg dein gottverdammtes Bein raus. Oh Gott. Rettet mir meinen gottverdammten Arsch, bitte. Christa, ja. Alter Falter, ernsthaft? Oh Gott, oh Gott, immer muss man sich selber bewegen. Das ist schon mal etwas. Das ist Barbara. Hi und tschüss. Any way out of here? This leads to the roof. We might be able to find a way down from there. You didn't come into town from the railroad, did you? Wieso? Yeah. Why? Never mind. I can see the sewer where we came in from here. I think we can do this. Dann abmarsch. Well, what are we waiting for? Go, go! Los, 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 los. Nein, ich will jetzt nicht irgendjemanden hier. Los. Come on, let's go! Oh, nö, ne? Nein, 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 nein. Ben, setz deinen verdammten Arsch in Bewegung oder willst du sterben? Oh, oh nö. Nein, nein, nein. Oh Gott. Oh Gott, Ben, halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest. Hey, wir ziehen dich hoch, keine Sorge. Fuck, 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 fuck.
climb up. Come on, you can do it. Come. There's no time. You have to go now. Quit fucking around, Ben. Come on. Let's go, wieder entscheiden, ne? Get Clem and the others out of here. Lee. Nee, Kenny! Nein! Wir schmeißen ihn aus der Gruppe, wir töten ihn nicht! Oh Gott, Ben, setz deinen verdammten Arsch in Bewegung! We both know. Nein! Hör auf! Nein! Böser Ben! Let me go. Nein! Lee, los, lass mich entscheiden! Schnauze! Wir sind keine Monster, wir töten die Leute nicht! Wir schmeißen sie aus der Gruppe! Los! Go, go, go. Los jetzt! Oh, knapp. Knappe Sache. Oh Gott. Errungenschaft freigeschaltet. Yay. Oh Gott. Krista? Everything okay? Oh, me! Was? Oh nein. Nein, nein, nein. Hätten wir... Hätte Clem hier sein sollen? Oh, Meat? Mach keinen Scheiß. Hold on. Is he... dead? Krista, don't! Stay back! I never should have left you. I'm so sorry. Krista, get away from him! Hey. Back already? Oh, God. Omid! Medicine. Good. Feel like I could use some. Oh, God, Omid, eh. You okay, kid? You look worse than I do. We almost didn't make it out of there because of this asshole. Should have left him behind when we had the chance. Das hätte zu seinem Tod geführt. What the hell happened out there? Let someone else tell you. I got work to do. Okay, with a little luck, you should start feeling better pretty soon. I'll stay here for a few more hours to check on him. Let me know if you need anything. Thanks, Dad. Oh, man. Yes. Gott sei Dank, ey. Maybe now's a good time for you and me to have a little talk in private. Okay. Listen, man. About what happened to Bree. Don't beat yourself up over it. There was nothing you could have done. You want to know the worst part? What? I don't feel much. What? I mean, I don't feel enough. Shouldn't I be broken up over what happened to her? That's how I was when I lost my daughter. When I lost my friends in those first few weeks. But now, it's like I just take something like this in stride. Like this is what our world is now, and we'd better just get used to it. What did you want to talk to me about? I know you care about Clementine. Anyone can see that. And I know you want what's best for her. But yeah. This plan of yours... Putting everyone on a boat with no destination. Do you really think that's her best chance of finding somewhere where she can be safe? Das ist besser als hier rumzuirren. So I want to make you an offer. What kind of an offer? I'll take her off your hands. Nein. Take her back with me. Nein. To my people. We're well supplied, well hidden, and a lot of us have had kids of our own. And now Crawford's fallen, we got nothing left to fear from them. She'll be safe with us. Safer than she will be if she stays with you. I promise you. That's what you want for her, isn't it? To be safe? I'm gonna pretend you didn't say any of this and give you a chance to walk away. Which you ought to do right now. I know you think you're doing what's best for her. And if you were her real father, we wouldn't be having this conversation. But you're not. And staying with you is not what's best for her. If no one else around here will tell you that, then I will. Fuck you! That little girl's in my care. We've been through more together than you can imagine. Anyone who tries to get between me and her, anyone, is gonna wind up dead. You hear me? Take your hands off me. Sie ist unsere Kleine. Denk nicht mal dran, Vernon. Ganz im Ernst. Was eine Folge, erst dreht Ben ab, meint das alles erzählen zu müssen, in der unpassendsten Situation, jetzt Vernon noch. Oh, ich kann sie dir abnehmen, nö, hallo. Clem ist unsere Kleine und wir beschützen sie bis zum bitteren Ende, wenn es sein muss. Fertig, aus. Alter, ey. Ey, wollt mich doch verarschen. Hey,
Going somewhere? Yeah, I'm about to head out. I just wanted to say thanks for everything. It's been fun. Einzelgängerin. What are you talking about? Kenny's working on the boat right now. Thought you were coming with us. God knows you earned it. Yeah, I've been thinking it over. It's not for me. Sounds like it'd be pretty crowded, and I never did like the water. Sei vorsichtig, Molly. I'm sure. I've always done better on my own, anyhow. Na gut, kann ich verstehen. Gerade auch mit ihrer Geschichte. I'm not much for goodbyes. Tell the others for me. Sure. You take care of yourself, Molly. You too, Lee. No, no, Mamu. Ich persönlich bin kein großer Fan von Umarmung, aber... Be sure to take care of that little girl. You know she thinks the world of you. Oh, wie auch über sie. Aber ich finde schön, wenn Charaktere ihre Beziehung so weit verbessern, ne? Wenn man bedenkt, wo die beiden am Anfang standen. Dass sie sich dann umarmen, das ist schön. Das freut mich. Und Clem, da gibt's nichts zur Debatte. Kenny's working on the boat. Yeah. I know. What are we going to do after he fixes it? Where will we go? Someplace else. Someplace better. Clem, honey, what's wrong? Is Ben going to be okay? He doesn't seem the same since he got back. Ben's a good kid. I think he's just feeling guilty about some of the decisions he's made. It's gotten a feeling like he's a burden on the rest of us. Before we leave tomorrow, will we have time to look for my parents? I'd like to, Clem, but I don't think we'll have time. Ich denke nicht. We shouldn't stay here any longer. It's not safe. Tut mir echt leid, Kleiner. Na los, umarm sie! Lee! Ach Gottchen. Ach Gottchen. Oh Mann. Können wir ihr ein Stofftier suchen und eine Decke und sie darin einmummeln, bis es ihr besser geht? Hm. Ach Gott, die Arme. Sie hat auch schon so viel durchgemacht. Clem? Oh nö, nicht schon wieder, nein. Fuck, wo ist sie? Clementine? Scheiße. Hat sie sich rausgeschlichen? Das Walkie-Talkie ist weg. Oh Gott. Leute, wo ist Clem? Errungenschaft freigeschaltet. Einen Morgen danach. Clementine! Clementine! Oh Gott. Oh Gott. Oh nein! Nein! Oh nein! Was ist. Oh Gott. Fuck! Was ist mit Clementine passiert? Warum ist ihr Hut hier? Ist sie abgehauen, um ihre Eltern zu suchen? Oh Gott. Nein. Der Mann mit dem Walkie-Talkie. Oh Gott. Oh Gott. Erst danach gucken. Ich habe ein schlechtes Gefühl. So platziert. Ah, was? Nein, 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 nein. Lee, 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 dein Arm. Lee. Oh Gott, nein, 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 nein. Bitte nicht. Nein, 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 nein. Nein! Nein, nein, nein! No. No. Scheiße. No. Fuck, 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 fuck. Lee? Lee? You out here? Scheiße. Lee! Gott.
Are you crazy? What are you doing out here? It ain't safe. Lee? Where's Clementine? She's not in her room. Vernon ain't in the house either. What the hell is going on? Whose blood is that? It's mine. Oh my god. No way. No. No fucking way. There's no time to worry about me. Clementine's gone. There's no chance she just wandered off on her own? Nicht ohne ihre Cappy. Nicht ohne das Walkie. I don't know. Last night Vernon came to me and offered to take her with him. Said she'd be better off. Son of a bitch. I knew we couldn't trust that fucker. Wherever she is, I have to find her. Okay. Egal wie viel Zeit wir noch haben. Need from us. Clem may not have much time. We have a better chance of finding her if we all go together. Who's with me? We're all responsible for Clementine. And in your condition, you may not make it to her in time. She needs our help. Danke, Krista. Damn right. We can't let you do this alone. Danke, Umid. So that's settled then. We'll look for Clementine together. Hell yeah. What are we waiting for? Thanks, you guys. I appreciate it. Really. Kenny, what is with you? Lee, man. You know I care about Clementine. Er wird nicht mitkommen. I keep asking myself, if this was me asking you for help, asking you to put your life on the line, would you be there for me? Because there've been plenty of times when you ain't been. Ach ja, und du hast mich mehrmals. Kenny, you know what Clementine means to me. She's my family now. She's all I got. Hell, in the end, family's all that matters. And you were there for Katja and Duck when it mattered most, I guess. All right, I'm in. Ken, danke. What about you, Ben? Now hold on a damn minute. I'm not going if this little shitbird is too. Lee, you want to bring Clementine back alive, you'll leave him behind. He fucks up everything he touches. I don't want to cause any trouble. If Kenny doesn't want me to go, I'll stay here. Okay. Okay, guys, we should go find Vernon. See if he took her. Let's head out. Are we okay just leaving the boat like this? With only Ben to look after it? What choice do we have? If anything has happened to that boat when I get back, I will fucking bury you in that backyard. Are we clear? Danke, ihr Lieben. Für einen Moment habe ich echt gedacht, dass Kenny nicht mit uns mitkommt, ne? Eben weil wir uns öfters gegen die Sachen von ihm entschieden haben. Aber ich bin froh, dass er mit dabei ist. Ganz im Ernst. Sie sind weg. Ich glaub's nicht. Where the hell are they? Die Wichser, ey. Looks like they got out of here in a hurry. Vernon, get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Haben sie sich das Brot geschnappt? Lee? Oh nein. Nein! Lee, du darfst nicht sterben. Nein, 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 nein. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Zombies. Warum schnibbeln wir nicht den Arm ab? Jetzt direkt, bevor es zu spät ist. Scheiße. Clem! Are you all right? Where are you? Clem! You son of a bitch! Lass es nicht wundern. Who is this? It's not Vernon.
surprised if that's what you're thinking. And you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. Ernsthaft? Alter! So, Walking Dead Episode 5, die Zeit wird knapp. Was? Das könnte jetzt nicht zu Ende sein! Nein! Ich will wissen, wie es weitergeht. Das ist doch... Oh, Mann! Alter! Oh Gott! Alter, aber jetzt mal im Ernst, was für eine gottverdammte Episode! Ja, er ist wirklich Ben, der einfach... Ich meine, er konnte es nicht wissen, aber trotzdem... Der da diesen Spy rausnimmt, der uns alle da... Oh, und dann fängt er da noch an... Ne, erst bringt er uns mit den Beinen in Gefahr, dann fängt er mittendrin an, wo die Zombies kommen, wo wir noch nicht mal die Tür aufhaben, fängt er dann an, da, das zu erzählen. Er hätte es ja machen können, aber zum anderen Zeitpunkt, ja? Wo es nicht um unser Leben ging. Und, oh Gott, ey. Aber ich wollte ihn auch ganz ehrlich, ich wollte ihn da nicht runterfallen lassen. Der wäre... auf seinen Beinen gelandet, höchstwahrscheinlich hätte die Beine gebrochen gehabt und wäre dann höchstwahrscheinlich irgendwie lebendig gefressen worden. Und ganz ehrlich, das ist, ne, das will ich keinem antun. Keinem. Auch niemandem, der so eine Scheiße abgezogen hat. Auch so jemandem nicht. Oh, und dann jetzt das mit Vernon, der meint, oh ja, ich kann besser auf dich aufpassen, du kannst es nicht so gut. Ganz im Ernst, fick dich, Vernon, fick dich. Clem bleibt bei uns und dann, oh, wird... Liege bissen und Clem verschwindet und es ist einfach dieser fucking Typ mit dem Walkie-Talkie und ich krieg die Krise und jetzt haben wir auch noch diesen Cliffhanger. Oh Gott. Alter, nee. Das ist doch echt schlimm. Schrecklich schlimm. So, also, wir beruhigen uns wieder, tief einatmen und kümmern uns oder fokussieren uns hier auf die Ergebnisse. Also. Der Junge auf dem Dachboden. Hast du den Jungen auf dem Dachboden umgebracht? Du und 74% der Spieler ihn umgebracht? Ja. Ich frage mich, wie es sonst passiert wäre. Hätte Kenny das dann sonst gemacht? Ja, aber das hätten wir... Das war unsere Aufgabe. Das konnten wir Kenny nicht antun, das nur machen zu müssen. Er hat gerade erst seine Familie verloren. Der Junge sah aus wie Duck. Nee, das können wir ihm nicht antun. Konnten wir ihm nicht antun. Hippokratischer Eid. Hast du Vernon belogen oder bedroht? Du und 66% der Spieler waren rational und aufrichtig. Ich meine, selbst wenn wir irgendwelche Hintergedanken gehabt haben, hätten. Der Typ hätte uns sofort weggeknallt, wenn wir irgendwie ihn belogen oder bedroht hätten. Ich meine, wir haben sie auch gesehen zum Teil, ne? Von daher rational bleiben. Am besten die Wahrheit sagen, sofern es uns nicht in ein schlechtes Licht darstellen lässt, dann kann man immer noch Halbwahrheiten sagen. Ne? Und ja. Allein zu Hause, hast du Clementine mitgenommen? Du und 73% der Spieler sie mitgenommen. Also konnte man sie auch wirklich zu Hause lassen, ohne dass was passiert? Wäre das möglich gewesen? Ja, wäre eventuell besser gewesen, ich weiß es nicht. Aber ich habe Clementine lieber bei mir, wo ich sie sehen kann, wo ich sie notfalls beschützen kann, als dann irgendwie ganz alleine... Mit Omid, der sich hätte verwandeln können, ja. Das hätte durchaus passieren können, denke ich. Und sie dann alleine zu lassen und dann wäre ihr vielleicht was passiert. Nee. Vielleicht wäre sie dann sogar eher schon verschwunden, entführt worden oder so. Wer weiß. Ich meine, wer weiß, wie lang dieser Typ uns da beobachtet oder was der generell macht. Vielleicht war der das. Nee, das glaube ich nicht, dass der das mit dem Turm war, ne, mit dieser Glocke da. Das war höchstwahrscheinlich der Zombie, aber Alter, das wird was. Und dem Typen, den werden wir in den Kopf einschlagen. Ganz im Ernst. Wem die Stunde schlägt, hast du Ben in den Tod stürzen lassen. Du und 66% der Spieler haben ihn aufs Dach gezogen. Da bin ich erleichtert. Ich habe ja auch schon gesagt, wieso, weshalb, warum, ne? Wir können ihn immer noch aus der Gruppe kicken. Bin ich auch absolut für nach all der Scheiße, die er jetzt gemacht hat, ne? Wie gesagt, jetzt Clem im Stich gelassen, Katja und Duck auf dem Gewissen und eben wirklich diese Wahnsinnsidee ist zu sagen, als wir in einer brenzligen Situation dann, wir hätten sterben können an der Stelle. Wir hätten echt sterben können. Ne? Und ja, Zeigen des Bisses, hast du der Gruppe den Biss gezeigt. Du und 80% der Spieler haben den Biss gezeigt. Wir haben den Chris gezeigt, genau. Ja, also natürlich habe ich auch kurz überlegt, ob wir den Biss hätten verstecken sollen, aber Kenny ist unser Freund.
Krista und Omid könnten eventuell, sollten wir jetzt wirklich draufgehen oder wie auch immer, könnten mit Kenny auf Clem aufpassen. Das wäre mir immer noch am liebsten, dass die drei da zusammen aufpassen. Und ja, wir, mit sowas sollte man ehrlich sein, ganz ehrlich. Wie oft, ne, gerade Horrorfilme und so weiter, ist die Person bei Zombie-Apokalypsen nicht ehrlich und bringt einfach die gesamte Gruppe in Gefahr. Ich meine, natürlich, das war jetzt auch eine Glückssache, ne? Hätten auch sagen können, ne, du kannst alleine gehen, das ist mir zu gefährlich. Aber ich denke, weil wir uns halt wirklich bemüht haben, ne, wir haben Kenny, soweit es ging, unterstützt, auch wenn wir unsere Diskrepanzen hatten. Wir haben Krista und Omid geholfen und ich denke, das ist auch sehr viel wert. Das hat auch dazu beigetragen, dass, ja, sie mitgekommen sind, ne, und ja, Ben, letztendlich, ich wollte ihn nicht mithaben, bin ich ehrlich, weil er hat höchstwahrscheinlich noch irgendwie Scheiße gebaut oder so und dann habe ich lieber Kenny mit dabei, klar, der hat uns auch, ja, unter den Bus fahren lassen, ne, aber im Großen und Ganzen traue ich Kenny bedeutend mehr als Ben, auch wenn ich mich jetzt frage, Vern ist weg mit seiner Gruppe, wir haben keine Ahnung, wo er ist, was ist, wenn die jetzt das Boot nehmen? Es ist nur Ben da. Ben wird nichts machen, seien wir mal ehrlich. Und die hauen mit dem Boot ab. Alter, das wäre schrecklich. Aber ja, ich denke, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Und ja, ich drücke jetzt einfach mal Start. Ich drücke Start. Wer begleitet die... Oh, das ist interessant. 13% hatten wirklich die Gruppe Krista, Omid, Kenny und ja, Lee. 10% hatten nur Ben. Ganz im Ernst, das wäre schrecklich geworden. 12% hatten Ben und Kenny. Da frage ich mich, wie das geht. 16% hatten tatsächlich die ganze Gruppe. Hui. Hätte also auch geklappt, okay. 11% hatten nur Krista und Omid, wo Kenny dann höchstwahrscheinlich gesagt hat, nö, ist mir zu unsicher, du. Ich nehme mal an, dass man da dann wirklich jedes Mal gegen Kenny gestimmt hat. Ja, 14% Omid, Krista und Ben. Denke ich auch mal so ähnlich und dann hat man halt gesagt, okay, Ben, komm mit. 18% nur Kenny. Höchstwahrscheinlich dann, wenn man sich immer gegen Omid und Krista entschieden hat, ne, Omid nicht geholfen hat, nicht mit Krista geredet hat, sie da irgendwie gedrängt hat und so weiter. Und 6% sind komplett allein gegangen. Alter, krass. Frage ich mich auch, wie das geht. Dann höchstwahrscheinlich wirklich alle zu einer schlechten Beziehung. Huh, krass. Aber cool, dass man das so nochmal sehen kann. So, und wir sehen The Walking Dead hinter jeder Ecke. Wieder einmal der Abspann. Und ja, ich kann mich eigentlich nur wiederholen, was für eine Episode. Und ja, damit das Lee jetzt gebissen worden ist, denke ich, nähern wir uns wirklich dem Ende des Spiels mit der 5. Episode und, oh Gott, ich hoffe echt, dass Lee es bis zum Ende übersteht und nicht irgendwie mittendrin sich dann opfern muss oder sich verwandelt und Clem ihn dann töten muss und, ah Gott, das wird schrecklich werden. Also ich glaube echt, die letzte Episode wird schlimm. Im Sinne von auch emotional und ja, ich bin echt mal gespannt, wie das werden wird. Ja, was für ein Ende wir auch erreichen werden tatsächlich. Also, ich habe ja ein paar Erinnerungen noch dran, aber jetzt auch nichts mehr so Direktes oder so Detailliertes und entsprechend bin ich halt auch sehr, sehr gespannt. Und ja, diese Episode, alter Falter, wir sind mehrmals gestorben. Teilweise, weil ich einfach in Panik geraten bin und dann es ein bisschen verkackt habe, aber ne, so ist es halt, was soll's. Und ja, ansonsten, zu Ben habe ich schon was gesagt, zu Molly habe ich schon was gesagt. Ziemlich interessanter Charakter, ne? So eine Einzelgängerin, was man aber verstehen kann, wie ich finde, nach allem, was sie erlebt hat, ne? Mit Crawford, mit ihrer Schwester, diesem gottverdammten Arsch, der es einfach kommen hat sehen lassen, dieser Arzt. Echt, schläft er damit ihr gegen Medikamente, nutzt ihre Situation komplett aus und sagt dann, oh ja, sorry, ist mir zu gefährlich, tut mir leid, hier ist das letzte Mal, komm irgendwie zurecht mit deiner Schwester. Was ein gottverdammtes Arschloch. Also ich bin froh, dass er es nicht überlebt hat. Und ja, ich kann jetzt auch, also ich denke, wir können jetzt alle verstehen, warum Molly da
ein kleines Aggressionsproblem hat. Ich glaube, mir würde es da nicht anders gehen. Ich glaube, ich hätte ihn da direkt an Ort und Stelle einmal erledigt. Aber ja. Und gut. Ich werde jetzt einmal hier den Spielstand kopieren. Ich habe es vorhin einmal gemacht. Ne? Das sieht man hier. Werde ich jetzt noch einmal machen. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich versuche ein bisschen runterzukommen. Ich bin immer noch ein bisschen aufgedreht. Immer noch ein bisschen sauer. Auf Ben, auf diesen gottverdammten Arzt. Auf Wern, auf das Arschloch, was Clem hat. Und wehe, Clem passiert irgendwas. Ich sag's euch. Wir werden diesem Wichser, es tut mir leid für meine Worte, wir werden diesem Wichser den Kopf einschlagen. Wir werden ihm den Kopf eintreten. Was auch immer. Können wir ihn in einen Zombie reinwerfen? Das wär's doch, wenn so eine Zombie-Horde, dass er lebendig gefressen wird. Ich weiß, was ich vorhin gesagt habe, aber ganz ehrlich, der Typ hat Clem. Wer weiß, was er mit Clem machen wird, wer weiß, was er vorhat. Da werde ich eine Ausnahme machen, auch wenn es sonst nicht meine Art ist. Aber wir werden sehen, was es damit auf sich hat. Wir werden sehen, was auf uns erwartet. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, eure Miss Nanunana. Bye, bye.